Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharfen, bin Stampin' Up-Demonstratorin und komme aus der Nähe von München. Und heute möchte ich dir wieder Produkte aus dem neuen Mini-Katalog vorstellen. Jetzt ist es bald soweit, am 6. Dezember geht er an den Start. Da können wir ihn endlich einmal komplett zusammen durchblättern und ihr könnt daraus bestellen. Es gibt noch von mir angeboten einen Designerpapier-Share. Da sind 8 Designerpapier, also alle Weihnachtspapiere, alle das Herbstpapier, also alle Designerpapiere, die 12 Seiten oder 48 Seiten haben, sind da enthalten. Ihr kriegt dann 48 Seiten 6x6 für 19 Euro inklusive Versand. steffiwaldner@googlemail.com. Schreibt mir einfach eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Da könnt ihr euch noch gerne für anmelden. Okay, und heute haben wir ein Produkt auf Seite 41. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt, aber vielleicht habe ich auch die falschen Auspackvideos geguckt, noch bei gar nicht so vielen gesehen. Das ist die Stülpdeckelschachtel. Stampin' Up! Hat immer mal wieder fertige Verpackungen und das ist eine davon. Die ist zweiteilig. Die Teile sind ja natürlich nicht ganz gleich groß, weil sonst kann man sie ja nicht stülpen, aber man muss schon genau hinschauen. Es gibt eins mit Aussparung, das ist das Innenteil, und eins ohne Aussparung. Ich lese euch mal vor, wie die heißen oder was hier noch drauf steht. Genau 6,4 x 6,4 cm ist die Verpackung dann breit. Es sind 8 Stück enthalten und 14 Euro kostet diese ganze Packung. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das Tolle ist, hier sind auch sogar schon Klebemittel drauf geklebt. Muss man nur noch diesen Streifen da abziehen und dann geht's los. Ihr könnt es euch vorstellen, wird das hier zum Würfel zusammengeklebt, geht super schnell und das kann man natürlich dann ganz nach Belieben dekorieren. Ausgesucht habe ich mir, muss ich ein bisschen blättern, also das Designerpapier ist auf jeden Fall auch im Papiershare enthalten. Das ist nämlich das Designerpapier Lichterreigen, knalle, quietsche, bunt. Schauen wir mal, für was wir uns entscheiden. Ich habe mir gedacht, wir können auf... Okay. Nicht so eine gute Idee, wenn ihr... Okay, alles gerettet. Gerettet, gerettet, gerettet. One by one. Macht eins nach dem anderen. Genau, hier werden wir vielleicht das kleine Nilpferd draufkleben. Oder, na, die Giraffe ist zu lang. Und dann ummanteln wollte ich es gerne mit einem bunten Papier. Hier diese Stülpbox. Können wir jetzt auch gleich mal überlegen, wie das dann so ist. Ach, das ist vorne, genau. Ich mache mir das Innenteil rein, weil dann haben wir ganz genau ein bisschen Stütze. Genau, die obere Seite warten wir vielleicht. Aber man kann es auch bestempeln, das ist auch eine super Idee. Oder mit dem Schwämmchen wischen, mit dem Blending Brush. Oder eben Designpapier rumkleben. Dafür hätte ich mich jetzt mal entschieden. Dann hat man hier eine richtig tolle fertige Verpackung. Im Katalog sind 4 Stück zusammengeklebt als Würfel mit einer dicken Schleife rum. Und das geht natürlich auch als... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist alles da. Super. Geht natürlich super als Adventskalender. Ich verschenke die inzwischen super gerne als für die 4 Adventssonntage. Ist nicht ganz so aufwendig wie 24 und manchmal passiert es ja auch, dass man nach einer gewissen Zeit die gar nicht mehr öffnet. Und das passiert bei den Adventssonntagen auf gar keinen Fall und das finde ich eine super süße Idee. Also, wir haben die Außenschachtel ist hier 6,5 x 6,5. Da würde ich mir, brauchen wir irgendwas
Da ist die Rückseite so schön. Jetzt geht's wieder los, gell? Das wäre hübsch, finde ich. Also die Rückseite ist überall schön. Da muss man sich einfach verabschieden von. Ach, das ist aber nett, oder? So falalalala, falalala. 6,5. Schneiden wir uns mal ab. Hier alles weg und aufgeräumt. Ich nehme jetzt hier mal eine ganze Seite. 6,5. Und möchte auch, dass es hier so seitlich falalalala sinkt. Und die lege ich jetzt mittig an. Ich war im Urlaub und ich glaube, in der Zeit sind ja meine Kleber vertrocknet. Ihr habt, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass ich weg war. Ich ziemlich viele Videos vorgedreht habe. Aber ich freue mich super, wieder daheim zu sein. Also, das ist ja echt eine Unverschämtheit. Versuchen wir mal, ob wir die jetzt hier so aufgepiekst kriegen. Yay. Also, mittig anlegen, dass es uns dann auf jeden Fall bis runter reicht. 6,5 war die Breite. 30,2 ist jetzt hier die Länge. Aber schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Das ist natürlich auch super hübsch und dieses Lichterreigenpapier ist ein Papier, das ich absolut auch schon für fröhliche Partybastlereien eignet. Sonst kleben wir hier wirklich schön um die Kante. Klappt super. Da mache ich es jetzt aufs Papier, weil ich nicht weiß, wie weit wir hier kommen. Und ihr seht, das geht wirklich schnell. Wenn ihr natürlich die Box aneinander kleben wollt, also mehrere so Schubschächtelchen haben wollt, dann macht das am Schluss um alle rum, weil das ist schade, wenn ihr die hier so schön ummantelt und dann zusammenklebt und dann sieht man sie am Ende. Oh, das war jetzt mal Augenmaß. Schaut mal her. Also ich habe es versucht, mittig zu machen, was ja mir nur so mittel gelungen ist, aber es passt ganz genau hier einmal rum. So, und so ist die Außenschachtel dekoriert. Ihr könnt euch jetzt selber überlegen, ob ihr vorne und hinten, also vorne ist ja die Innenschachtel und hinten ist der Rücken, da könnte man auch 6,5 mal 6,5. 6,5 mal 6,5 könnten wir uns die hintere Schachtel. Ich weiß gar nicht, warum das so streng geht. Vielleicht habe ich zu fest gedrückt, aber wenn man es ein paar Mal hin und her fährt, geht es gut. So. Also, dann nehmen wir uns hier die schönen Punkte. Ich glaube, das passt perfekt. 6,5 mal 6,5. Oh ja, da haben wir dann auch ein schönes hinteres. Wer jetzt sagt, er möchte überhaupt gar keine Sekunde hier an den Rand sehen, muss vielleicht erst die hintere Seite aufkleben und das sogar, oh, das ist aber auch hübsch, sogar vielleicht sich hier einen Zentimeter überlappend, dann hat er gar keinen Rand, aber ich finde es absolut nicht schlimm. Es ist einfach eine wunderschöne Box. Und es ist eine sehr, sehr stabile Box. Also wer da Marmeladengläschen rein verpacken möchte oder was wirklich, was ist denn noch so? Halt alles, was mit Glas ist, Steine angemalte, gibt es ja auch oft, dass jemand so schöne Steine koloriert. Also wirklich schwere Sachen finden hier einen super Platz. Ihr könnt aber auch Kekse oder was reinlegen, weil das ist lebensmittelecht. Okay, weiter geht's.
6,5 mal 6,5. Das ist nur ein bisschen spannend, ob ich es einfach vorher abschneide, so als Aussparung, so wäre es jetzt auch im Katalog, oder ob ich irgendwie versuche, das also ausschneiden ist wahrscheinlich schwierig, gell? Ich weiß, wie ich es mache. Ich schneide ein paar Mal ein, um dann das so reinzuklappen. Jetzt habe ich hier zu groß. Ach, das ist natürlich innen, ist es nicht 6,5 mal 6,5, sonst wird es ja nicht reinpassen. Da ist es 6,4 mal 6,4. Und das habe ich jetzt auch gleich gemerkt, dass das hier so ein Hauch kleiner ist. Gell? Ihr habt gleich gesehen, da steht was über, wo es nicht überstehen soll. Deswegen kürzen wir das. Und ich überlege jetzt gerade, so eine kleine Kreisstanze, glaube ich, haben wir nicht. Finde ich jetzt auch ein bisschen umständlich. Ich schneide jetzt mal hier so rein. Probieren mal, Versuch macht klug. Wenn man es so sternförmig einschlägt, könnte man es einfach dahinter kleben. So machen wir das, oder? Und hier dann schön mit der Falzlinie lang, dass es wieder rund wird. Ja. Ihr gesehen, ich habe es einfach nur mehrmals eingeschnitten und so kleben wir das jetzt auch auf und das, so erscheint mir das auch am einfachsten. Bin ich gespannt, kommt bestimmt jemand und hat noch eine andere, bessere irgendwas Idee. So. Genau, ihr seht, die Rundung ist natürlich jetzt nicht mehr so rund. Das machen wir hier mit dem Falzbein. Runden wir das so. Hier kommt jetzt auch noch ein bisschen Kleber, ein paar Pünktchen drauf, damit das schön auf der Rückseite dann hier hält. Da haben wir auch wie so eine kleine Sonne. Das ist jetzt auch nicht hässlich. Sehr schön. Also zweiteilig sind wir hier schon fertig mit unserer wunderschönen Schachtel, unsere Würfelschachtel. Jetzt brauchen wir noch ein Motiv und einen Spruch. Ich habe es ja absichtlich so gewählt mit der Schrift nach links, aber es wäre wahrscheinlich runter besser gewesen, wenn man es jetzt bei Tageslicht betrachtet. Da überlegt ihr einfach mal selber, was euch gefällt. Weiß man manchmal auch gar nicht, wie es dann wirklich wirkt. So, jetzt brauchen wir Papier für unsere Tiere. Genau, Heiteres Weihnachten ist, finde ich, quasi die Weihnachtsedition von unserem zuckersüßen Zoo. Die Tiere hier haben eine ganz große Fläche, wenn ihr seht. Also die Giraffe mit der Zipfelmütze bis zum Zeh ist fast 10 cm, 9,5. Das ist schon echt ein Statement, würde ich sagen. Da haben wir auf der Karte wirklich was zu tun. Und es gibt jetzt auch hier diesen länglichen Spruch, den finde ich sehr schön. Ich habe mich jetzt für den kuchenbackenden Elch entschieden. Weil den kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Oder noch ein Sprüchlein drauf. Dann brauchen wir aber gar nicht so viel Papier. Für Kuchenbacken der Elfe reicht uns was Kleineres. Der wird jetzt hier mit Memento aufgestempelt. Genau, wenn ihr euch Stempelsets zulegt, gerade am Anfang müsst ihr euch immer ein bisschen überlegen, ob das flächige Stempelsets sind, wie jetzt halt Blumen oder Tannenbaum, die innen ausgefüllt sind, wo man dann auch farbige Stempel braucht, oder wie hier Konturstempelsets. Dann müsst ihr euch nämlich überlegen, möchte ich es schwarz-weiß lassen, und wenn ich es kolorieren möchte, mit was koloriere ich es dann? Da ist eine ganz wunderbare Idee mit den Aquarellstiften. Die sind nicht so arg teuer und es ist wirklich nicht schwierig. Ich habe die nur hier sehr gemischt. Es gibt da Kollektion 1 und 2, kann man sich in Ruhe anschauen, wo die Lieblingsfarben dabei sind.
Und dann ist es ein bisschen wie mit Buntstiften ausmalen. Einfach hier Farbe austragen. Es gibt natürlich auch richtige Spezialisten für solche Kolorierthemen. Stummelschwanz. Gesicht ist immer ein bisschen schwieriger, gell? In der Backe kriegt er mal ein bisschen mehr. So. Dann hätte ich mit Dunkelbraun. Das ist jetzt Kupferbraun. Das ist auch ein ganz neues Braun. Ach, Schmarrn, ich rede Schmarrn. Pekanuss. Das finde ich sehr, sehr, sehr hübsch. Und im anderen haben wir Espresso drin. Das ist ein sehr dunkles Braun, aber das brauche ich auch wirklich oft. Also ich finde, wenn ihr anfangt, das ist ja auch so mit dem Blends. Da kostet eine Farbe um die 11 Euro. Ich weiß nicht, ob es sogar dazwischen sogar ein bisschen teurer ist. Ich glaube 11 Euro, vielleicht auch 12. Und das ist natürlich am Anfang ein Schocker. Aber ich persönlich finde, so viel Farben, wie man denkt, braucht man gar nicht. Es reicht völlig, wenn man sich... Also ich brauche unbedingt einen Grau- und Braunton zum Tierkolorieren. Und man hat ja immer auch zwei Farben, weil die kommen in hell und dunkel. Und auch hier brauche ich unbedingt einen Grau- und Braunton. Dann brauche ich immer so was rosanes, hautfarbenes für Bäckchen, Ohren. Naja, Hufe müssen wir hier nochmal nachzeichnen. Dann einen grünen Ton für jegliche Form von Stängeln brauche ich unbedingt. Dann persönlich bräuchte ich was Pinkes. Jetzt brauchen wir hier noch einen Rotton für den Pulli, würde ich sagen. Das macht sich besonders gut. Genau, einen Rotton, einen Pinkton. Aber wer sehr gerne Rot mag, der kann sich Pink auch erstmal sparen. Weil wir haben ja dann auch so ein ganz helles Rosa, wo man eben so Mäulchen und Bäckchen auch malen kann. Ich male halt auch sehr, sehr viel und sehr gerne Tiere. Der jetzt sagt, ich bin gar nicht so der Tierausmaler. Der darf natürlich auch sich die Brauntöne sparen. Schauen wir mal, was ist das hier? Ich überlege gerade, welchen Grünton oder ob wir einfach Gelb nehmen. Das ist doch vielleicht ganz hübsch hier. Genau, Gelb finde ich persönlich auch immer gut. Das lockert auf. Ist auch super für Blumen. Passt zu Rot wie zu Pink. Und dann holt man sich sowas nach und nach. Also vielleicht 4, 5 Farben als Start und dann jedes Mal bei der Bestellung oder wenn man Ida was kolorieren möchte, wenn man sehr maritim ist, wird man auch um Blau nicht rumkommen, denke ich. Hier noch den Teller und diese Stückchen Fructose. Wie heißen sie? Fructat. Ist auch im Stollen drin. Okay, und wenn man jetzt hier schön ausgemalt hat, gibt es entweder die Möglichkeit mit dem Löschstift, da sind 3 Stück drin, das ist ein immer feuchter Stift, der kann man wunderschön hier die Aquarellfarben vermalen. Den kann man für alle Farben benutzen. Wenn man fertig ist, nimmt man Papierrest, ich suche mal einen hier, und malt den so lange auf, bis er wieder klar ist. Und dann geht es weiter in die nächste Farbe. Ich finde es auch immer sehr cool, wenn man koloriert, dann fängt man einfach mit der hellsten an. Da muss man eigentlich gar nicht so viel sauber machen, weil von rosa auf gelb macht es gar nichts. Dann vermalen wir das mal hier. Und von gelb auf rot ist natürlich auch egal. Und ihr seht, das kriegt so einen richtigen Aquarell-Look, deswegen Aquarell-Buntstifte. Es vermalt sich, es ist überhaupt nicht mehr strichelig. Die Farben leuchten auch richtig. Okay,
Und jetzt in Braun. Genau, das mache ich jetzt hier alles ohne sauber machen. Und das geht super. Nur am Schluss werde ich natürlich hier das Geweih noch. Und dann wird das richtig schön flächig vermalt. Das kriegt man nur mit sehr, sehr, sehr viel Übung, so mit den Buntstiften hin. Und ich finde das eine ganz tolle Technik. So anders wie beim zuckersüßen Zoo haben die heiteren Weihnachtstierchen leider keine Stanzen. Das heißt, an die Schere und ausgeschnitten wird hier schön die Füßchen. Am leichtesten ist es, wenn ihr viel das Blatt bewegt und sehr, sehr wenig die Schere. Da habt ihr auch nicht so viele Kanten. Hier geht es ums Geweih rum. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich da reinschneide. Ich probiere es mal. Naja. Geht, 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 geht. Nächster. Also ein bisschen fizzy ist es, aber wer möchte, kann auch einfach ein bisschen großzügiger drumherum schneiden und so Details hier wie die Ohren oder diese Geweihhöcker einfach auslassen. Schaut trotzdem gut aus. Also ich finde, man macht sich da oft mehr Gedanken, als es müsste. Die schneidet man einfach aus und fertig. Oder wer sagt, nee, also echt nicht. Der nimmt sich einen Kreis, die große Kreisstanze, stempelt sein Motiv da rein oder irgendein großes Etikett, stempelt es drauf. Ist auch egal, wenn es nicht ganz drauf passt, koloriert es auf dem Etikett und klebt einfach das Etikett auf die Front von unserer Verpackung. Manche sagen ja, oh, so fertige Verpackungen, das ist ja dann gar nicht richtig basteln. Aber schaut, ich finde schon, wir sitzen hier jetzt schon eine ganz schöne Weile und das Verzieren, bis man dann die Farben ausgesucht hat und sich überlegt hat, welches Motiv auf die Schachtel darf. Ui, ich sehe hier gerade, ich habe was nicht ausgemalt. Den zweiten Arm. Müssen wir nochmal nachbessern. Oh, aber das hier ist so ein richtiger Weihnachtskuchen. Ich glaube, das ist ein amerikanischer Weihnachtskuchen, wo die Frocade heißt, glaube ich, gell, drin ist. Erinnert mich auch ein bisschen, die Italienischen haben ja auch so einen Weihnachtskuchen. Mir persönlich schmeckt der gar nicht, aber ist ein traditioneller Pantelone. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nur Weihnachten ist oder ob es den immer gibt. Genau, hier den Ärmel wollte ich noch ein bisschen rot malen. So. Sehr gut. Ach, das ist doch wirklich süß. Man könnte auch ein Schleifchen noch drumherum machen. Mir reicht da jetzt. Pass ein bisschen auf, dass wir jetzt hier nicht die Eingriffmulde verdecken, weil sonst wird das Geweih umgeknickt. Das wollen wir ja nicht. Der liebe Herr Elch. So. Und noch einen Spruch. Ich überlege mir gerade, ob wir den Spruch nicht auf Gelb stempeln wollen, weil das passt gut zum Pulli. Einen gelben Streifen. Und wenn wir uns jetzt die Sprüche so anschauen, eine Kleinigkeit für dich mit viel Liebe von mir. Also das ist mir fast ein bisschen groß. Ich überlege gerade, ob wir den abkürzen können, den Spruch. Eine Kleinigkeit für dich wäre schön. Da brauchen wir gar nicht so viel Gelb. Nehmen wir noch einen kleineren.
Der ist zu klein. Kann natürlich auch noch ein Etikett verwenden, aber wenn wir jetzt hier eh schon so grafisch unterwegs sind, glaube ich, ist so eine Wortwolke ganz hübsch. Und außerdem, wenn ich den Spruch ausschneiden will, ist es am einfachsten, wenn wir das hier machen. Ich stempel den mal auf. So, jetzt bin ich gespannt, wie es ausschaut, weil natürlich ist das hier zentriert. Ne? Oh, habe ich ein Stempelkissen gelangt? Jo, macht nichts. Also, eine Kleinigkeit für dich. Fange ich mal hier an. Dann bei für dich hoch, mal mit Liebe. Soll vielleicht an ein Kind gehen. Das braucht nicht so viel Liebe. Da ist eine Kleinigkeit für dich schon ein bisschen neutraler. Ich habe hier immer wieder Kinder, die im Kartenhaus Geburtstag feiern. Und da wäre das ja richtig, richtig gut. So, hier habe ich irgendwie eine Ecke geschnitten. Muss man noch ein bisschen nachjustieren. Ach, wie süß. Also das gefällt mir jetzt sehr gut. Und ich glaube, das Kistchen können wir schon so lassen, oder? Sollen wir noch ein bisschen ein paar Pailletten ranholen? Was haben wir denn hier? Ah, ich glaube, die sind die falsche Farbe. Ah, da hätten wir noch was Gelbes, das ist gut. Das sind die Pailletten von den Online-Exklusiven. Der Name steht auf der anderen Seite. Mattglas. Lose Akzente im satinierten Glas, in satinierter Glasoptik. Wow, das ist toll. Einfach drei Klebepunkte, drei Steinchen. Ich hoffe, die gibt es wieder. Als die rauskamen, waren die dann erstmal ein paar Monate ausverkauft. Aber ich glaube, inzwischen hat sich die ganze Sache erholt mit diesen hübschen Dingern. Und das ist auch wirklich... Ich liebe die, weil sie sind nicht so super glitzerig, aber so einen samten, matten Look hier drauf ist noch so der letzte Griff, Schliff, ohne dass wir jetzt hier übertreiben. Oh ja, sehr hübsch, oder? Das lassen wir jetzt trocknen. Und dann ist die Verpackung fertig. Also ich muss sagen, ich mag fertige Verpackungen von Stampin' Up. Wir werden aber vielleicht auch noch versuchen, die nachzubasteln. Abonniert unbedingt den Kanal, dann verpasst ihr das Video nicht. Falls ihr im August noch bestellen wollt, die letzten paar Tage ist dieser Code hier aktiv. Geht in den Shop, sucht euch was Schönes aus. Weihnachtssachen gibt es noch nicht, aber wir haben noch tolle Angebote in der Ausverkaufsecke. Und falls ihr noch andere Sachen braucht, nehmt den Code und ab 60 Euro kriegt ihr ein gratis niegelnagelneues Stampin' Up. Stempelset von mir aus dem Bestand zugeschickt. Also ist dann nicht mehr aktuell, aber ist dann vielleicht sogar noch besser, weil das kann man nicht mehr kaufen. Und wenn ihr sagt, ach, ich möchte diese Schachteln bestellen und könnt ihr hier mir schon Vorbestellungen schicken, ich schicke auf jeden Fall am 6. eine Sammelbestellung raus. Da könnt ihr auch ab 60 Euro komplett versandkostenfrei mitbestellen. Oder ihr bestellt am 6. im Shop und da gibt es natürlich auch dann eine tolle Überraschung für euch. Jetzt sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen lieben Kommentar und einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!